Ja, liebe Freundinnen und Freunde hier vor dem Brandenburger Tor. Gerade mit diesen beiden sehr berührenden Liedern im Ohr, lieben Dank, herzlichen Dank, liebe Bente. Ja, gerade mit diesen beiden Liedern im Ohr spüre ich noch einmal mehr diese unendliche Wut, die ich in letzter Zeit so oft habe über diese unfassbaren politischen Charaktere, die derzeit unsere Weltbühne bevölkern. In ihren Ländern richten sie von Chaos bis brutale Unterdrückung allerhand Schreckliches an. Menschen sind ihrer Willkür ausgesetzt, werden eingeschüchtert, sogar verhaftet, wenn nicht noch Schlimmeres mit ihnen geschieht. Von den Kriegsschauplätzen im Nahen Osten und im Mittleren Osten mal ganz abgesehen, liegen einige hochgefährliche Bedrohungsszenarien wie der Konflikt mit Nordkorea in der Luft. Wir haben davon ja schon eben ausführlich gehört. Ja, ich bin entsetzt darüber, dass die Kultur des Verhandelns und des Kompromisseschließens, die ja eine entscheidende Errungenschaft der vergangenen Jahrzehnte war, ausgehebelt und zunehmend eine Macho-Kultur des Bedrohens, Aufrüstens und der gewaltsamen Konflikte an ihre Stelle tritt. Ja, ich bin zornig. Und dann heute diese Kundgebung mit der großen Überschrift Entspannungspolitik, neue Entspannungspolitik jetzt. Ich bin sehr froh, dass Sie mich eingeladen haben, heute am Antikriegstag, 78 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, zu sprechen. Auch weil es mir wieder eine Chance gibt, mich mit meinen eigenen Haltungen in Sachen Friedensethik auseinanderzusetzen. Meine Wut auf diese unsäglichen Gestalten und auf vielerlei wirtschaftliche Mechanismen, die den Frieden aller Orten bedrohen, ist immens. Und doch weiß ich, dass ich sie einfangen muss, um nicht selber mich an dieser Spirale zu beteiligen, die am Ende immer nur weiter in weitere Eskalationen führen kann. Darum Entspannung jetzt. Gerade durch unsere deutsche Geschichte wissen wir ja, wie wichtig es ist, klug nachzudenken und besonnen zu handeln. Ich schätze das Wort Besonnenheit, das uns aus einem Bibelvers ans Herz gelegt wird. Dort heißt es: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ein Leitwort für mich in diesen Tagen des ungezügelten Zornes, der narzisstischen Furcht vor Macht und Ehrverlust, der Furcht vor allem, was man nicht versteht und was einem fremd zu sein scheint. Kein angstgetriebener Geist, der sich aufblähen muss, um seine Hasenherzigkeit zu verbergen, soll uns vor sich hertreiben. Nein, ein Geist, der kraftvoll aufs Leben schaut und aushält, dass man eben nicht alleine das Sagen hat. Ein Geist der großen Zuneigung und Liebe zu den Menschen, der soll uns leiten. Ein Geist, der deshalb mit Besonnenheit agiert, um das Leben der Menschen auf unserem Planeten nicht unnötig zu gefährden, sondern eben zu schützen. Ein wichtiger Zeuge ist und bleibt für Christen, aber nicht nur für Christen, Dietrich Bonhoeffer, der in schlimmen Zeiten zum Friedenseinsatz aufrief, um am Ende für seinen Einsatz gegen die mörderische Nazi-Diktatur mit dem Leben zu bezahlen. Auf einer Konferenz in Fanö hat er 1934 gesagt, ein wahrer Friedensruf müsse von Christen ausgehen. Sie dürften sich nicht vom Wutgeheul der Weltmächte beeindrucken lassen. Diese Worte vom Wutgeheul der Weltmächte, diese gehen mir auch in diesen Tagen nach.
Und mit den berühmten Barmer Thesen wendete sich damals die bekennende Kirche, zu der auch Bonhoeffer gehörte, gegen den nationalsozialistischen Staat. In der fünften These wird dem Staat zugebilligt, in der noch nicht erlösten Welt auch Gewalt anzuwenden, aber nur als Ultima Ratio. Und als solche ist sie immer ein Ausdruck des Versagens der Politik, der Diplomatie und der Völkergemeinschaft. Wenn es zur Ultima Ratio kommt, zur Anwendung von Gewalt, dann sind vorher immer andere Möglichkeiten eben nicht wahrgenommen worden, versäumt worden. Und so verstehen wir auch als christliche Kirchen unseren Auftrag darin, den Staat immer wieder an seine Friedensverantwortung zu erinnern. Und das heißt immer auch alle Bürgerinnen und Bürger. Und das ist ja jetzt in dieser Wahlzeit auch entscheidend wichtig. Dabei wissen wir, was Bonhoeffer so ausdrückte: Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn Friede muss gewagt werden. So ist es. Frieden bleibt immer ein Wagnis, aber eben ein lebenszugewandtes Wagnis. Die Alternative zu diesem Wagnis, Gewalt und Krieg, zerstören so viel und für lange, lange Zeit. Sie zerstören die Seelen der Menschen. Und diese Zerstörungen wirken durch Generationen hindurch. Und bis heute spüren wir, dass hinter etlichem Menschenunglück die Erfahrungen der Kriege, der Hass- und Vernichtungsideologien des vergangenen Jahrhunderts stehen. Nein, es gibt keinen Weg zum Frieden nur durch Sicherheit. Denn Frieden muss gewagt werden. Und für das Wagnis und die Verheißung des Friedens stehen wir hier mit aller Kraft, die wir zur Verfügung haben, mit der Liebe zu den Menschen auf unserer ganzen Erde und vor allem mit besonnenem Handeln. Entspannungspolitik, eine neue Entspannungspolitik jetzt. Danke.